Hi Mike, komm, ich zeig dir jetzt ein bisschen Solothurn. Ja, Simon, wohin gehst du? Hier. Jetzt. Ich musste mir das kurz übersetzen. Hier? Genau. Okay, du bist der Boss, Simon. Ich komm mit. Also ist schon schön hier. Boah, Simon, schau mal. Das muss meine Frau kaufen. Da freut sie sich bestimmt. Ja, danke. Das ist ein mega schönes Herz. Ja, endlich mal für meine Frau wieder so ein schönes Geschenk. Mhm. Da freut sie sich. Da müssen wir definitiv nahe zurück. Ja, ich denke, da kannst du jeder grossen Qualen machen. Ja. Ich habe dir jetzt die wunderschöne Stadt Solothurn ein bisschen zeigen. Und ich hoffe, ich habe den bleibenden Eindruck hinterbauen. Schön. Und jetzt würde ich aber auch gerne etwas über dich wissen. Ja, ich komme aus Ulm, also Baden-Württemberg. Und wir waren ja dieses Jahr bei das Supertalent dabei. Oder sind dabei noch. Mhm. Wir haben jetzt die ersten Runden gut überstanden. Eine gute Jurybewertung bekommen von Nasan, Bruce und natürlich Dieter Bohlen. Und jetzt bin ich hier in deiner schönen Schweiz. Was mich sehr freut, du hast mir die schöne Stadt gezeigt. Also wirklich super schön. Und wir sehen uns ja bald wieder. Am 24. Februar nächstes Jahr. Da freue ich mich auch richtig drauf. Sind wir im wunderschönen Konzertsaal richtig. Da in Solothurn. Schön. Also ich muss wirklich sagen, mir gefällt die Schweiz sehr gut. Aber natürlich, was mir nicht gefällt, sind eure Preise. Eure Preise sind ein bisschen teuer. Aber ja, du musst noch öfters hier singen. Dann kann ich mir auch mal so einen Cola leisten. Also, der Vergleich von Deutschland zu der Schweiz ist schon ein bisschen, ja. Aber wie gesagt, wir sehen uns ja vielleicht nächstes Jahr bestimmt noch öfters, außer am 24. Und da freue ich mich umso mehr, weil ich finde, Schweiz ist ein schönes Land, schöne Stadt. Also mir gefällt sehr gut. Und dafür danke ich dir, dass ich so eine tolle Stadt heute sehen darf. Also Simon, vielen herzlichen Dank. Danke dir, Mike. So, jetzt hast du mir ja Solothurn gezeigt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und jetzt lade ich dich hier schön zum Kaffee ein und dann freuen wir uns auf Februar. Vielen Dank. Danke dir, Mike.